Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Show Minecraft in der Testhöhle, die man sehen kann. Und wir haben hier heute mal was ganz Lustiges. Es war zumindest sehr lustig, das aufzubauen. Und ich denke mal, wir fangen einfach mal an. Und ja, mir war klar, dass das nicht funktionieren würde, sondern machen wir mal den Knopf. Ja, wir haben hier ein Villager-Swapping-System, ob wie man es nennen will. Also so eine Art Hochregallager. Mit insgesamt 8 Plätzen für die ganzen Typen. So, und da sehen wir jetzt, dass der hintere wieder hochgeht. Prinzipiell macht das Ding was ganz Einfaches, nämlich es sind hier 8 Zellen übereinander. Soll schon so ein bisschen gefängnissystemmäßig sein, allerdings dazu später mehr. Und zwar, ja, wenn man den Knopf drückt, wird hier unten der Boden aufgemacht. Der Villager unten wird halt auf diesen Wasserstrom geleitet und kommt dann nach ganz oben. Und dann werden währenddessen sämtliche anderen Villager, der ist jetzt oben angekommen. Da sieht man auch, jetzt hier die Fackel wieder aus ist. Das heißt, man könnte es nochmal drücken. Man könnte auch zwischendurch nochmal drücken. Das wird aber keinen Unterschied machen, weil das ganze System ist so aufgebaut. Das ist dann nämlich blockiert, aber dazu dann auch gleich mehr. Also prinzipiell, der unterste geht nach oben und alle oberen werden nach und nach je eine Zelle weiter nach unten gebracht. Ist auch so eine, halt so zellenmäßig aufgebaut. So, das Ganze ist übrigens jetzt hier weiterhin auf der Konsole entstanden und hatte dadurch einige Probleme. Mal kurz, um darauf einzugehen, erstmal, ich kann mit den Villagern nicht handeln, deswegen kann ich hier auch nicht wirklich was damit anfangen. Es war halt schon mal so eine Art Vorbereitung nachher für PC irgendwann. Und zum anderen hat er schon gesehen, dass die, wenn die hier runterfallen, Fallschaden kriegen. Ich habe hier drunter grüne Wollblöcke gesetzt. Das soll einfach symbolisieren, dass man in Wirklichkeit auf dem PC am besten Slime-Blöcke verwenden sollte, einfach nur damit die dann halt auch das Ganze überleben. Allerdings selbst dann mit Slime-Blöcken noch ganz andere Möglichkeiten, dazu aber auch später nochmal mehr. Also, die Grundfunktion habe ich ja schon mal gesagt. Die ganzen Villager werden einmal durchgewechselt. Der unterste geht da ganz oben und jeder dann halt von oben ein Block weiter nach unten, bis eine Stufe weiter nach unten. Entschuldigung, so leicht verschleimt bin ich heute noch, also bisschen kränklich, aber eigentlich ganz gesund, keine Ahnung. So Halbzustand. Ich dachte gerade, da wären zwei drin, aber es dürfte eigentlich auch nicht sein. So, und was passiert jetzt hier Reste und technisch dahinter? Das werde ich dir auch nochmal zeigen. Wir fangen mal mit der einfachen Funktion an. Wir drücken diesen Knopf. Dieser Knopf geht halt hier auf den Redstone, auf das Redstone drauf. Kann dann hier erstmal eine Selbsthaltung schließen. Das System hatten wir ja schon mal. Und diese Selbsthaltung befeuert dann halt diese ganze Leitung dauerhaft, was wir hier auch sehen. Allerdings, währenddessen das halt noch da oben geht, wird auch hier einmal kurz ein kleiner Impuls durchgegeben, der dann hier durch den Piss, den man hier sehen kann, auch wieder abgebrochen wird. Und dann geht das Ganze einen Fackeltower hoch mit noch einigem anderen Delay. Dazu gleich dann auch noch mehr. Also erstmal, prinzipiell ist es relativ einfach. Das Signal wandert nach oben. Jetzt ist es auch wieder fertig. Da sieht man hier, jetzt könnte das Signal auch hier durchkommen. Hier sind dann halt Pistons, die den Villager den Boden unter den Füßen wegziehen. Und wenn halt dieses Signal, dass er hier einmal kurz den Block nicht bepowert, da durchgeht, dann wird auch hier kurz zurückgezogen, wieder ausgefahren. Und vom Prinzip her ist der Ablauf wie folgt. Also, ich hatte schon gesagt, hier der erste Villager fällt runter, wird nach oben nach oben transportiert. Währenddessen wird hier dem zweiten Villager der Boden weggezogen, er fällt runter, Boden wieder hin. Dann dritten Villager wird der Boden weggezogen, er fällt runter, Boden wieder hin. Dem Villager Boden weggezogen, er fällt runter, Boden wieder hin. Und das auch schön nach und nach, also nacheinander. Ich hatte es anfangs probiert mit weniger Delay, weil sobald man hier mit einigen Repeatern arbeiten will und nicht nur auch mit Fackeln. Ursprünglich sah der Fackelturm so aus wie an der Seite hier, da war einfach nur so abwechselnd gemacht. Hat allerdings nicht ganz gereicht, aus mehreren Gründen. Also solange man das dann halt dementsprechend macht, ist das kein Thema. Ich hatte allerdings ursprünglich hier ein etwas kürzeres Signal, was halt den Pisten nur sehr kurz weggezogen hat, also den Boden. Und da die hier auch gerne mal am Springen sind, was sie hier, ah ja, mal wieder ein. Da die hier gerne mal hoch und runter springen, das Problem ist dann, der springt zum Beispiel gerade hoch, dann wird dem der Boden weggezogen
Und er ist dann noch in der Luft, bis der Boden wieder da ist. Das heißt, er bleibt in seiner Zelle stehen. Der nächste Typ kommt von oben runter und hat auf einmal zwei in einer Zelle. Das ist dann nicht ganz so toll. Deswegen muss ich dann zum einen hier das, diesen Impuls verlängern, dass halt der Boden länger weg ist. Das Problem ist, wenn man hier halt relativ kurz ist, leert von oben nach unten, den Boden aber sehr lange wegzieht, irgendwann fällt dann ein Villager von ganz oben nach ganz unten in einem Rutsch und ja, zwischendurch sterben hier auch welche, weil die nämlich tatsächlich, wie ich glaube ich schon gesagt habe, hier Fallschaden kriegen. Normalerweise wird man halt hier die ganzen Bodendinger aus Slime-Blöcken machen, dass sie halt keinen Fallschaden haben. Müsst dann halt drumherum so ein paar Blöcke ändern, hier zum Beispiel in Öfen oder so. Wie gesagt, ich kann das hier leider nicht. Deswegen muss ich halt mal gucken, dass die auch wirklich alle noch am Leben sind, weil die kriegen eigentlich bei jedem Mal, dass ich den Knopf drücke, ein bisschen Fallschaden. Du kannst einfach mal hier für eine etwas längere Zeit das Ding machen. Was das genau soll, das erkläre ich dann gleich auch noch. Da ist wieder einer gestorben. Muss da ein bisschen drauf achten, weil sonst bleibt die Maschine irgendwann hängen. Oh, das war blöd. Das war richtig blöd. So, Kollege, du darfst nochmal wieder das zeitliche segnen, weil dich brauchen wir hier nicht. Weil die sollen nämlich frei bleiben, bis der Kollege von unten wieder hochkommt. Da haben wir ihn. Ja, durch dieses Delay wird halt das relativ sauber übertragen nach ganz oben. Und sobald dann hier der Villager ganz oben ankommt, ich werde nachher noch ein paar andere Bauweisen kurz erklären. Ich habe es zwar nicht aufgebaut, das wäre eher was für PC-Version. So, hier haben wir jetzt nämlich den zweiten Teil der Schaltung, nämlich der Villager wird hier auf die Druckplatte herabfallen lassen. Und danach fährt dann hier ein Piston aus, der durch die Druckplatte selber aktiviert wird. Da ist einfach nur da, weil ich hier das Druckplattensignal brauche. Achso, das ist gleich weitergegangen, deswegen steht jetzt auch gerade keiner drin. Das Druckplattensignal geht dann nämlich hier diesen, ja, diese Art Redstone-Treppe wieder runter. Wenn ich das jetzt auf PC spielen würde, würde ich hier einen Tripwire einbauen, das einfach dann, dass er zum Beispiel hier irgendwo den runterfallen lässt. Also, dass er keinen Fallschaden kriegt und dass am Ende hier einmal, dass er kurz einen Tripwire berührt und man dadurch ein Signal kriegt. Das ist dann deutlich einfacher, als das hier mit dieser Druckplatte zu machen, weil die nämlich naturgemäß erstmal auf der Druckplatte stehen bleiben würden. Deswegen muss man hier halt noch mit einem, in dem Falle, mit einem Piston arbeiten, um die halt rumzuschubsen. Auf alle Fälle, das Signal geht runter. Ich hätte das ursprünglich auch nochmal anders gemacht. Nicht mit Pisten, sondern mit einem weiteren Wasserstrom, der dann aufging. Deswegen hatte ich hier nachher das Problem, die stehen dann auf der Druckplatte, springen ein paar Mal hoch und runter, also hüpf, hüpf, hüpf. Irgendwann kommen sie dann halt weiter oben in den Wasserstrom rein, der sie von der Druckplatte runterbringt. Auf alle Fälle gibt es dann hier so lange mehrere kurze Signale und durch diese Schaltung wollte ich sie einfach mal rausfiltern, dass nur das erste Signal rausgeht. Und man sieht, wie dann hier erstmal eine ganze Weile das Ganze blockiert, bis man dann halt wieder aktivieren kann. Dafür ist das Ganze da gewesen. Mittlerweile könnte ich das wahrscheinlich auch abreißen, weil ich habe es da oben so weit verbessert, dass es eigentlich relativ problemlos funktioniert. Auf alle Fälle kommt dann davon da oben dieses Signal, was quasi heißt, ich bin jetzt hier fertig. Der Villager ist wieder da, wohin gehört. Geht dann halt hier rein und deaktiviert wieder diese Selbsthaltung. Da wir momentan in dem anderen Modus sind, nämlich durch den Taster, was der gleich noch genau macht, erkläre ich dann. Da wird das nämlich auch nicht endlos. Wird das Ganze dann wieder angefeuert. Ja, und was nämlich dann passiert ist, dass diese ganze Schaltung auch noch mit dazu kommt. Aber das bis gerade war erstmal so weit, wie das Ding an sich funktioniert. Also wenn man das so weit gebaut hat wie ich jetzt, kann man mit einem einzelnen Knopfdruck diese ganzen Villager durchswappen. Und man vermeidet ja auch Probleme dadurch, dass halt diese ganze Blockierschaltung mit drin ist. Weil solange hier dieser ganze Stromkreis Saft hat, ist es auch egal, ob man hier halt nochmal mit dem Knopf nochmal ein Signal drauf geht, das wird halt erst wieder erkannt, wenn dann hier wieder ausgeschaltet wurde. Das Problem ist, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich dann nachher, also wenn ich jetzt einfach nur gesagt hätte, okay, sobald ich hier den Knopf drücke, wird einfach mal dieses komplett von oben nach unten durchgegangen. Ich glaube gerade, dass einer meiner Villager gestorben ist auf dem Weg nach unten. Deswegen aktiviert sich das auch nicht. Ich werde nochmal kurz hier wieder Tag machen. So, dann gehen wir mal den Kollegen rein, als Austausch für den, der wieder weg ist. Weil er ist einfach einer auf dem Weg nach ganz unten.
hier irgendwo verreckt. Passiert leider bei der Schaltung. So, die wird dann gleich weitergehen. Und ja, was ich sagen wollte, was ich damit Fall vermeiden wollte, war, dass im Endeffekt sonst irgendwann auf einmal zwei, drei Villager oder am besten 8 Stück in einer Zelle sind. Nämlich wenn man dann diesen Button ein paar Mal malträtiert, also richtig hier Button-Mashing macht, so in der Hinsicht. Da könnte man nämlich das ganze Ding sofort crashen und das würde einfach dazu führen, dass hier nachher sämtliche Zellen leer werden, nur in einer Zelle nachher alle stehen. So, da haben wir den nächsten Typen. Und ja, dann haben wir soweit die Grundfunktion fertig. Jetzt kommen wir mal zu diesem Bereich und der ist eigentlich, der ist komplett optional. Wenn ich das Ganze mal im Survival bauen würde, auf dem PC, würde ich das auch nicht mit reinbringen, weil wenn ich es bauen würde, würde ich dann wahrscheinlich mehrere dann nebeneinander machen wollen und dann wäre das ja auf alle Fälle im Weg. Der Bereich hier geht und das kann man auch alles ohne weitere Probleme unter die Schaltung an sich bauen. Das hier ist jetzt allerdings ein kleines Zählwerk mit 3 Bit. Kann also von 0 bis 7 zählen, also 8 Werte erreichen. Immer dann denken, wir haben ja 8 Leute in der Kammer. Und es zählt im Endeffekt, mich wundert es gerade, dass das hier so ein bisschen am Laggen ist. Es zählt im Endeffekt für jeden, den man hier hat. Also für jedes Mal, dass er den Knopf drückt, beziehungsweise für jedes Mal, dass es aktiviert wird, auch wirklich, zählt das einen weiter. Das heißt, im Endeffekt merkt sich dieses kleine Zählwerk gerade welcher, also wie oft man diesen Prozess gemacht hat. Das heißt zum Beispiel zur Folge, wir sind jetzt auch an einem Punkt gelangt, wo ich dieses gar nicht aktivieren könnte. Das geht kurz an, passiert aber nichts, also geht auch sofort wieder aus. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen unseren Villager Nummer 1 hier drin. Dann wäre das hier Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, 4 bis 8 und so weiter. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit dem schon einige Handel freigeschaltet hätte, dass er jetzt zum Beispiel die besten Möglichkeiten hätte, also die meisten Handel hätte, die effektivsten und so weiter, der dann allerdings irgendwann fertig ist, dass man jetzt halt mit dem erstmal nicht mehr handeln kann, könnte ich damit mir hier so den zweiten runterholen, mit dem dann handeln, währenddessen der andere dann nach oben kommt und dann halt refreshed wird. Dann, ups. Damit kann ich halt mit dem handeln und so weiter. Wenn ich jetzt aber sage, der hat am Ende dann doch die besten Dinge, aber wenn ich das nächste Mal hier hinkommen möchte, dann möchte ich auch wieder mit dem handeln und nicht mit irgendwer anders, kann ich nachher den Knopf aktivieren. Und dadurch wird das Ganze dann so oft, egal welcher Villager hier gerade drin ist, wenn es jetzt Nummer 2 ist, 3, 4 bis 8, wer weiß welcher. Scheißegal, solange das Ganze dann so lange geladen ist, bis dann auch wirklich das einmal durch ist, werde ich am Ende, nachdem ich diesen Knopf gedrückt habe, irgendwann wieder die Nummer 1 hier stehen haben und dann wird er auch wieder anhalten, so wie er jetzt hat. Das Ganze funktioniert dann, wie schon angedeutet, dadurch, dass er halt hier so viele Villager drin hat, wie er hier zählen kann. Das würde auch mit jeder anderen Zahl gehen. Da müsste man nur halt hier hinten die Abfrage ändern. Weil die Abfrage nämlich eine gewisse Zahl daraus sucht. Im Endeffekt, jede Zahl hier speichert ein Digit. Die untere Digit ist dann 0 oder 1. Hier hat man nachher 0 oder 2 und hier nachher 0 oder 4. Das ergibt dann zusammengerechnet Zahlenvarianten von 0 bis 7. Also 8 Stück verschiedene. Und hier, je nachdem, wie man es anschließt, man könnte jetzt zum Beispiel diese ganzen Signale nochmal negieren oder halt direkt darauf gehen, wobei direkt drauf gehen würde ich vielleicht nicht machen, dann eher nochmal negieren, dass man halt diese Abkopplung hat, dass es hier, wenn das Signal ist, dass man hier nicht nachher damit das anwerfen kann. Einmal, wenn da aus ist, man dann nachher hier ein Signal, dass man damit nicht hier das Ganze wieder anmachen kann. So war das. Auf alle Fälle hier bei dieser Abfrage kann man halt wirklich gucken, welche Zahl ist gerade ausgegeben. Das würde auch mit den anderen gehen. Wenn man jetzt zum Beispiel 6 Stück hätte, würde man dementsprechend hier die richtige Variante raussuchen, die einem halt die Zahl 5 ergibt, nämlich von 0 bis 5 sind ja 6 Zustände. Hier dann halt nebenbei noch ein Reset anbauen, das heißt, dass nach 5 wieder auf 0 rüber gewechselt wird. Und dann geht das Ganze hier drauf, nämlich auf einen Pisten, der eine Selbsthaltung unterbricht. Diese Selbsthaltung wird halt von dem Taster angemacht und bleibt halt so lange an, bis halt auch wirklich hier hinten
die Zahlenkombination, die man hier eingegeben hat, beziehungsweise die man hier eingestellt hat, erreicht wird. In dem Falle halt die 8, beziehungsweise die 7, welche dann halt die ist, wenn der dementsprechende Villager hier an ist. Ich könnte das, wenn ich jetzt wirklich im Peaceful wäre, auch tatsächlich auch mal demonstrieren, indem ich das hier mal durch einen Zombie-Pikmin oder so austausche, der dann tatsächlich, wenn ich hier einmal drücke, weggebracht wird, und sobald ich dann hier drücke, wird dann irgendwann hier wieder der Zombie-Villager erscheinen. Ich meine, der Zombie-Pikmin. Würde auch mit Villagern oder allen anderen gehen, auch mit Creepern. Creepern würde ich nur relativ ungern nehmen, aus den üblichen Gründen. Kaboom und so. Auf alle Fälle, was im Endeffekt passiert. Erstmal, wenn die andere Schaltung aus ist und nur diese an, geht hier ein Signal durch, auch durch diesen Klotz, dann hier rein und wird dann halt normal diese Selbstschaltung aktivieren, welche halt den ganzen Kram in Gang bringt. Das ist halt die ursprüngliche Schaltung. Und das fährt dann auch hier den Pisten aus. Was jetzt allerdings passieren wird, ist, wenn das Ganze dann wieder ausgeht, weil halt hier oben der andere Villager an ist und da, also angekommen ist und dann halt auch gesagt wird, dass der ganze Durchlauf beendet ist. Dann wird halt auch hier wieder der Pisten eingefahren. Und solange er halt hier noch nicht aktiviert wurde, also solange hier halt noch diese Zahl nicht erreicht wurde, wird halt diese Selbstheilung noch an sein. Und das heißt, hier kommt dann wieder ein neues Signal durch, was das Ganze wieder anmacht. Währenddessen wird halt hier hinten einmal weitergezählt. Wir haben hier von der Selbstheilung nochmal so einen Impulsmacher, der halt im Endeffekt das gleiche macht wie hier vorne. Nur halt mit dem anderen Impuls, der halt nochmal deutlich kürzer ist, weil dieses System braucht keinen langen Puls. Genau genommen, wenn man hier einen zu langen Impuls dran setzt, dann wird das Ganze nur kaputt gehen. Schickt ja also einen durch, aktiviert dann hier den ersten Digit einmal, eventuell den zweiten, je nachdem welcher gerade an ist, alles. Das hat er ja schon mal da vorne gezeigt. Und ja. Auf diese Art und Weise wird das dann halt so lange durchgezählt, bis hier hinten genau dieser Fall erreicht wird, dass hier die Fackeln alle aus sind. Dadurch wird dann halt dieses ganze Signal ausgeschaltet, dadurch wird dann hier das Ganze negiert und angeschaltet und dadurch wird dann dieser Pisten ausgefahren. Das ist so eine kleine, aber recht komplizierte und interessante, zumindest für mich interessante Sonderfunktion, die halt dann eigentlich nur den Vorteil hat, dass man damit wieder auf den ursprünglichen ersten Villager zurückkommen kann. War jetzt, glaube ich, ein bisschen komplizierter, war auch nicht ganz so leicht zu erklären, muss ich ja leider zugeben. Aber ich denke mal, das sollte hoffentlich nur einigermaßen verständlich gewesen sein. Wenn nicht, tut es mir leid. Und damit würde ich auch mal sagen, dann soll es das auch fast gewesen sein. Nur was ich jetzt mal noch erzählen wollte, wenn ich das Ganze im Survival bei PC Minecraft bauen würde, was würde ich anders machen? Ich würde noch nicht mal hier unten die Wolle austauschen gegen was anderes, also vielleicht gegen den Block, der ein bisschen besser aussieht. Ich würde das Ganze dann gerne in einem Gefängnis-Style bauen. So, Villager-Gefängnis, das habe ich dann aus einer gewissen Modded-Minecraft-Serie. Und ja, ich habe das mal überlegt, mir das dann halt so mal zurechtzulegen. Was er denn insgesamt anders machen würde, wäre, ich würde wahrscheinlich auf ein Design gehen, was von der Optik her anders ist. Nehmen wir, sagen wir mal, das hier ist die untere Zelle. Hier ist dann der Fußboden für die zweite. Okay, dann geht das hier nochmal hoch. Und ich würde dann tatsächlich gerne das so bauen, dass die zweite Zelle hier so liegt. Dass er nämlich ein weiter zurück liegt. Einfach nur, weil es besser aussieht, weil es noch ein paar andere Kleinigkeiten damit machbar sind. Das finde ich ziemlich interessant, weil dann würde ich auch mehrere von den Dingern hintereinander bauen, also so nebeneinander. Einmal hier eins, dann hier vorne eins und so. Das Ganze natürlich auch dementsprechend ein bisschen platzsparender. Ich denke mal, man kann hier auch den Wasserstrom noch ein bisschen länger machen oder halt noch einen zweiten Wasserstrom da anschließen und so weiter. Um dann schlussendlich dieses ganze Teil hier um 90 Grad zu drehen, dass es auch wirklich sauber hier hinter passt. Und hier an der Seite übersteht. Und über dieses Design mit dem Einweiter nach hinten. Das wäre nämlich so, ich würde ein riesiges Gefängnis bauen mit zig von den Dingern nebeneinander. Und dann halt auch hier dementsprechend einigen Balkonen, oder wie man es nennen will, dass man halt hier drüber langlaufen kann, dass es dann halt hier auf der anderen Seite auch nochmal gespiegelt wäre und so. Das stelle ich mir jetzt nochmal ziemlich cool vor, vor allem wenn es halt auch in dem richtigen Maßstab gemacht wird. Was ich vielleicht auch machen würde, wäre, wir haben jetzt hier momentan einen 8 hohen Turm.
Ich würde dann zum einen das Ganze wahrscheinlich auf 4 runterbrechen. Wobei wahrscheinlich dann einmal auf 5 und einmal auf 4, weil ich hätte das dann gerne so, dass diese Zelle generell frei ist. Und man halt nur, wenn man tatsächlich dann hier den Knopf drückt, dass man tatsächlich dann auch wirklich einen Villager da reinkriegt und das dann hier sozusagen so eine Besuchszelle ist, wo man halt mit den Leuten reden kann, in irgendwelche Sachen handeln und so, schwarzmarktmäßig und so. Und die anderen halt generell alle in ihren Bereichen bleiben. Und dann halt, wie gesagt, hier runtergebrochen, dass man halt hier unten 4 normale Zellen und diese eine Zelle hat, wo, also dieser einen Besuchsbereich hat. Und daneben auch nochmal 4 normale Zellen ohne Besuchsbereich. Und dann zum Beispiel über diese Wasserwege dann dementsprechend den, ich wollte schon Prisoner, ich meine jetzt den Villager, der hier runtergelassen wird, einfach mal auf die andere Seite bringt, nämlich dann in dem Turm daneben. Und wenn hier nach unten einer ist, dass der dann hier in dem Turm hier vorne wieder landet und dann da nach oben. Weil dadurch hätte man dann mit jedem Villager erstmal nur den halben Weg am Stück, wodurch das Ganze dann auch nochmal deutlich schneller funktionieren würde. Also in der halben Zeit. Und vor allem hätte ich dann halt auch Tripwire zur Verfügung. Und das würde ich dann dafür nutzen, um zum einen, wie ich schon gesagt, da oben die Schaltung zu vereinfachen. Da könnte ich mir den Kram ja auf alle Fälle sparen. Momentan ist das mehr so zur Sicherheit da. Und ich könnte sogar hier unten einen einbauen, nämlich hier so, sagen wir mal, auf Kopfhöhe von dem Typen. Dass ich dann zum Beispiel auch registrieren kann, wenn jetzt hier keiner drin ist, ist halt dieser leere Platz. Man kann sich ja auch vorstellen, dass das hier so einmal reihum geht, wie bei Reise nach Jerusalem. Und dann hätte man im Endeffekt 9 Plätze und einer dieser Plätze wäre halt leer. Und dass, wenn dieser Platz gerade, dieser Nicht-Villager gerade hier ist, dass es dann nämlich tatsächlich registriert, okay, jetzt sind wir hier in der Ausgangsschaltung und dann funktioniert das auch. Da könnte man nämlich auch damit den ganzen Kram hier sparen, würde momentan nicht gehen, weil dafür braucht man eine Druckplatte. Und eine Druckplatte dahin zu bauen, auf einen Block, der nachher weggezogen wird, ist dann nicht ganz so praktisch. Und damit könnte ich mir dann halt auch diesen ganzen anderen Kram hier hinten ersparen und hätte nur noch, ja, diese kleine Schaltung mit dem Teil hier vorne. Und das hier unten, und das sind tatsächlich Sachen, die könnte man dann auch wirklich, entweder wenn man den Wasserstromwerk nur nach hinten bringt, da einbauen. Oder halt komplett darunter. Oder was auch möglich wäre, dadurch, dass ich das Ganze dann halt, wie gesagt, so stufenmäßig nach hinten bauen würde, würde man hier unten auch so ein bisschen mehr Platz haben. Hier in dem Bereich. Das wäre schon mal ziemlich cool und man würde dann halt sich auch diese ganze Zählerschaltung sparen, die ich einfach nur spaßeshalber reingebracht habe. Ja, das wäre so mein Ziel, das mal im Survival Minecraft auf dem PC zu machen. Vielleicht sogar auf dem Server, das wäre mal richtig cool. Weil so alleine braucht man sowas Großes ja eigentlich auch nicht. Da macht man es mehr so aus Jux und Dollerei. Allerdings, wenn man das Ganze auf einem Server spielen würde, könnte man damit tatsächlich auch praktisch was anfangen. Weil nämlich mehr Leute das Ganze auch benutzen könnten. So, ich wollte eigentlich noch ein paar andere Sachen machen, aber ich denke mal, mache ich ein extra Video, so ein kleineres, weil das ist jetzt auch tatsächlich schon mal lang und kompliziert genug geworden. Und ich denke mal, dann mache ich auch gleich nochmal ein anderes, indem ich ein anderes Thema anspreche. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, was ich hier gemacht habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.